Wir wollen euch heute mal einen kleinen Einblick über den Neubau der Feuerwache 7 geben. Durch diese Seitentür kommt ihr dann direkt in die Fahrzeughalle. Hinter der Halle befindet sich dann der Waschplatz. Und von da aus geht es dann direkt in den Übungsturm. Hier gibt es diverse Anschlagpunkte zum Üben. Zurück in der Wagenhalle. Von hier aus kommt ihr direkt ins Erdgeschoss, in dem sich später überwiegend das Rettungsdienstpersonal aufhalten wird. Hier findet ihr aber auch den Haupteingang und die Treppe ins Zwischen- und Obergeschoss. Hier im Zwischengeschoss findet man neben ein paar Lager- und Abstellräume überwiegend Versorgungs- und Betriebsräume. Weiter geht's dann im Obergeschoss. Von diesem langen Flur aus gehen auf der rechten Seite die Ruheräume und auf der linken Seite die Waschräume, die Duschen und die Spindräume ab. Die Küche ist ganz vorne. Ja, und wenn man auch noch nicht viel sehen kann, aber das werden hier mal die Toiletten, die Waschräume und die Duschen. Und dann findet ihr im Obergeschoss noch ein paar Büroräume, zum Beispiel für den Wachenleiter, den Wachabteilungsleiter, den Meister vom Dienst. Zum Schluss habe ich euch noch 2, 3 Außenaufnahmen in diesen Film gepackt. Und auch wenn man jetzt noch nicht so viel sehen konnte von der neuen Feuer- und Rettungswache 7, hoffe ich, dass ihr einen kleinen Eindruck von der neuen Wache bekommen habt.